Promi-Geflüster mit einer neuen Folge 496 bin ich schon. Wow. Bald haben wir es, dann sind die 500 voll, dann gibt es wieder ein kleines Jubiläum zu feiern. Und deswegen freue ich mich umso mehr, heute Gabi Baginski mal wieder an meiner Seite zu haben. Hallo und herzlich willkommen. Danke Frank, ich freue mich auch. Und wir haben uns unheimlich lange nicht gesehen, aber wir haben uns wiedererkannt. So ist es. Aber wir schreiben uns ja jedes Jahr gegenseitig zum Geburtstag, ne? Ja, du hast es ja noch vor dir. Ja, richtig. Die nächste. Schon hinter mir. Nee, ich hatte ihn ja schon. Auch diese. Ich bin ja immer eine Woche vor dir dran. Ach, siehst du, jetzt habe ich das irgendwie völlig falsch auf dem Schirm. Entschuldige bitte. Kein Problem. Nächstes Jahr dann eben wieder, ne? Genau. Dann haben wir schon ein Jahr. Richtig, genau. So ist es. Nee, ich habe jetzt natürlich auch dich jetzt in den Medien ein bisschen mehr und mehr vermisst, aber ja. auf den Galas dann natürlich immer noch dabei. Ne? Ja, also es ist halt schwer, aber es ist immer nur ein Kreis, der sich da im Fernsehen die Ehre gibt. Und wir alle haben da ein bisschen zu leiden irgendwie so. Es fehlen uns leider ein paar Sendungen. Ja? Allerdings, ich habe es auch vorhin schon mit einem Mann lange diskutiert, jeder jammert irgendwo, aber ja. Wir können es leider nicht ändern, müssen es nehmen, wie es ist. Ne? Ja, also es ist auch so, es ist nicht leicht, aber ich habe ja schon viele Jahrzehnte durchgestanden und ich bin sicher, dass es irgendwie wieder ein bisschen demnächst auflockern wird und da kommt noch was und vielleicht ist damit, die ein oder andere Sendung habe ich ja auch gemacht und Da bin ich auch präsent, aber ich würde natürlich auch gerne mal wieder so eine richtig schöne, große Abendshow, aber es ist schwer. Es ist sehr, sehr schwer. Obwohl ja die Nummern, die wir jetzt hier auf der ganz neuen, brandaktuellen CD drauf haben, wirklich, wirklich toll sind. Also sind, wie wir es ja vorhin schon bei einem Kollegen gehört haben, wirklich tolle Nummern zum Mitmachen dabei, aber auch etwas ernstere Nummern, nachdenklichere Nummern, die wirklich auch, wo man wirklich richtig reinhören muss. Ja, das ist so. Ich wollte auch irgendwie mich ein bisschen unterscheiden. Ich wollte also viele Themen gerne ansprechen auf der CD und ich habe auch ein bisschen nachdenkliche Texte gesungen. Da gibt es diesen Mobbing-Titel Alles, was recht ist, wo also ich enttäuscht bin von meiner Freundin und das geht da richtig rund oder auf und davon, wo es eben halt auch Gewalt im Spiel war, aber alles sehr, sehr gut verpackt, würde ich sagen, musikalisch gut verpackt, das ist hörenswert. Und dann gibt es natürlich auch den typischen Tanzschlager drauf und auch eine Ballade, also von allem etwas und ich finde, die ist ganz gut gelungen. Ich fühle mich sehr wohl auf der CD. Prima, so soll es doch sein. Und wir freuen uns auch immer wieder, unsere Zuschauer natürlich, wenn wieder von der Gabi doch immer wieder was Neues zu hören ist. Und du arbeitest auch schon wieder an einem Album für nächstes Jahr. Das stimmt. Also wir sind fleißig. Also wir werden in diesem Jahr wird noch die erste Auskopplung, also Ende des Jahres kommen. Ich schätze mal so irgendwann im Herbst. Und vielleicht kommt auch schon das Album. Ich weiß nicht, wie schnell das jetzt alles geht, aber ich bin auch noch ein bisschen anders beschäftigt. Ich spiele Musical. Ewig Jung heißt das in Magdeburg. Da hat Manfred schon was vorhin auch schon erzählt. Ah ja, siehst du. Warum stehe ich hier eigentlich noch? Ich will es gerne von dir erfahren, da aus erster Hand. Ja, ja. Ja, und das macht sehr viel Spaß. Und ich mache 2018/19 noch eine Schlagerrevue, wo ich auf große Tournee gehe. Und das ist auch noch sehr interessant. Da darf ich aber auch Schlager singen und auch mal einige meiner eigenen Lieder. Und das ist Deutschland, Österreich und Schweiz. Und das ist auch ein sehr, sehr schönes Thema und sehr interessant und lustig wird es dann auch. Und natürlich meine Auftritte und ich bin so schnell nicht unterzukriegen. So ist recht, hoffentlich noch lange bei uns auf der großen Bühne. Ne? Und was machen dann deine Vierbeiner in der Zeit? Oh ja, die vermisse ich immer sehr, wenn ich lange unterwegs bin, aber sie haben eine gute Betreuung. Ich habe eine Freundin, die versorgt sie. Und mein Mann ist auch nicht immer dabei, der Manfred ist dann auch zu Hause. Der muss mich dann ersetzen oder weiß er auch mal, was das heißt. Aber wir haben ja schon einige Katzen, will ich sagen, verloren, die sind gestorben. Es sind jetzt nicht mehr 40, es sind so um die 30, aber auch viele alte Tiere noch. Wir bringen das gut zu Ende, ich habe sie und ich möchte sie auch nicht abgeben. Und sie haben ihr Zuhause und sie sollen dort auch bleiben bis zum Ende. Und dann habe ich auch, ich glaube, viel für die Katzen getan und sie werden immer in meinem Herzen bleiben.
Ja. Auf alle Fälle. Nee. Und wenn wir wirklich so zurückdenken, haben wir ja wirklich schöne Zeiten immer erlebt, ja, mit der Schlagerparade etc. Das war einmal im Monat irgendwo, ja, ist man sich immer wieder begegnen. Es war toll, es war wie eine große Schlagerfamilie und wir hatten auch neue Gesichter in der Schlagerparade und es Abwechslung. Es gab immer irgendwie so von allem etwas und das Schönste war ja immer danach, dass man halt zusammen war und man hat einen Tisch gehabt, wo wir gegessen haben, wo wir anschließend noch was getrunken haben an der Bar. Und wir haben einfach Spaß gehabt. Und es war eine wunderbare Zeit. Und vielleicht kommt ja sowas nochmal zurück. Irgendwie mal schauen. Hoffen wir doch alle, genau. Jetzt, da wo wir uns heute befinden, das nennt sich Schlager Frühling. Frühling, Zeit haben wir ja auch schon langsam. Was findest du schön am Frühling? Also ich finde es die schönste Jahreszeit mit, weil es erwacht alles. Es blüht, es fängt an zu duften, die Blumen, die Bäume, alles irgendwie sprießt raus und das Wetter, endlich wird es wärmer und das Gefühl und die Natur erwacht. Das ist für mich einfach wunderschön. Die Tiere, die Bienen, alles fliegt und also es ist einfach eine schöne Zeit. Alle Fälle. Garten habt ihr ja natürlich, gibt es da auch viel zu tun natürlich, oder? Ja, und es macht total viel Spaß. Also erstmal alles wieder auf Vordermann zu bringen und die Sitzgarnituren herzurichten. Die Katzen beobachten uns beide, wie wir natürlich hart arbeiten und es sauber machen. Und es ist aber wunderschön, weil man kann den Grill aufstellen und man kann sich gemütlich anziehen, ganz leger und richtig mal die Seele baumeln lassen und das macht total viel Spaß. Und draußen wieder essen. Auf alle Fälle. Und jetzt natürlich, klar, die ganzen Termine, wo jetzt anstehen, jetzt komme ich nämlich noch mal kurz auf was anderes. Die Homepage darfst du jetzt gerne noch erwähnen, wo man alles noch mal nachlesen kann. Ja, das ist www.gabibaginski.de, also einfach nur eingeben, dann kommt es schon. Ja, dann kommt es schon rein und da kann man viel erfahren, sehen und ja, es ist alles einfach wunderbar, einfach alles wird aktualisiert und ist schon eine schöne Sache. Und was mich ja vor 2-3 Jahren ganz besonders gefreut hat, und das kann ich jetzt nur nochmal wirklich wiedergeben, und ich weiß, es kam damals wirklich von Herzen, dass wir uns schon so lange kennen, die Freundschaft, dass wir wirklich uns so lange schon zusammen sind. Ja, also ich finde auch, und das ist einfach schön. Und wenn man sich sieht, man sieht sich nicht oft, aber man drückt sich und man freut sich und man freut sich, dass es demjenigen gut geht und das hoffe ich, dass es noch lange so bleibt und dass ich auch gesund bleibe, dass ich das noch ein bisschen machen kann und darf und ich blühe richtig auf. Ich habe viel gelernt in all den Jahren und war nicht immer so gewesen wie jetzt, also jeder hat da so seine, ich habe viel gelernt und aber ich weiß es zu schätzen. Ich weiß es wirklich zu schätzen, was es heißt, auch Höhen und Tiefen durchfahren und das ist ganz wichtig, dass man die Freunde von damals und dass man die Gesichter nicht vergisst. Auf alle Fälle. Liebe Gabi, ich bedanke mich recht herzlich. Danke. Dir alles Gute, gute Zeit und hoffentlich bis ganz bald. Nicht, dass es wieder 2-3 Jahre dauert, bis wir uns mal wieder sehen. An mir soll es nicht liegen. Alles gut. Okay, dann guten Nachhauseweg und okay. Bis bald. Dankeschön. Danke.